Hallo und herzlich willkommen zum Moment of Inspiration Video, dem Gedanken für mehr Leichtigkeit, mehr Leistung, mehr Leben. Heute geht es um drei Tipps, wie du mehr Energie wieder bekommst, wie du wieder mehr Power bekommst und wieder neue Frische bekommst. Okay, lass uns starten mit dem ersten Tipp, deine Körperhaltung. Ja, dein Körper produziert Energie für dich. Und es ist manchmal schon erstaunlich, mit welcher Körperhaltung viele Menschen so durch den Tag gehen. Kennst du das auch so, diese hängenden Schultern, Kopf nach unten? Doch wie soll da wirklich eine positive Energie entstehen? Deswegen achte auf deine Körperhaltung. Also aufrechte Haltung, Kopf nach oben und du wirst merken, es ist energetisch schon eine ganz andere Körperhaltung und du wirst merken, dass dir, wenn du bewusst darauf achtest, allein durch die Körperhaltung, dieser Energieschub dir wieder zugefügt wird. Ja, und wenn es geht, streck dich auch einige Male am Tag, gerade wenn du eine sitzende Tätigkeit hast und du wirst merken, das tut dir gut, das gibt neue Energie, neue Power, du bist konzentrierter, du bist wieder frischer. Tipp Nummer 2. Wenn es geht, mache vielleicht zur Mittagszeit einen kurzen Powernap. Ein Powernap ist ja ein kurzer Schlaf von ein paar Minuten, der aber so wie eine Frischzellenkur wirkt. Und was kannst du da tun, damit du diesen Powernap wirklich dann auch nicht zu lange ausdehnst? Nimm doch deinen Schlüsselbund in die Hand. Und in dem Moment, in dem der Schlüsselbund dir aus der Hand fällt, weißt du, jetzt ist die Zeit, um wirklich dann wieder da zu sein. Und diese Zeit hat auch gereicht, damit du dich einfach von der Energie her neu auflädst, neue Frische bekommst und dich einfach auch wieder vitaler fühlst. Und dann kommen wir zum dritten Tipp für mehr Energie. Durchbreche deine täglichen Routinen. Routinen und Gewohnheiten sind einerseits ja ganz gut, denn wir sparen Energie. Doch immer wieder das Gleiche zu tun, ist für uns keine positive Energiequelle mehr. Deswegen durchbreche gewisse Routinen. Ändere bestimmte Gewohnheiten. Nimm einfach mal einen anderen Weg zur Arbeit. Mache einfach mal einen anderen Ablauf tagsüber. Nimm einen anderen Weg nach Hause. Mache abends etwas, was du so selten bisher gemacht hast. Schaue einfach, dass deine Routinen bewusst ein paar Mal am Tag durchbrochen werden. Das schafft neue Aufmerksamkeit, das macht wieder mehr Spaß, mehr Freude, das macht vitaler, das macht dich wieder aufgeweckter. Und das sind jetzt drei kurze Tipps gewesen, die uns allen helfen, mehr Energie, mehr Power, mehr Frische, mehr Konzentration in unser tägliches Handeln und Leben zu bringen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung, viel Erfolg und wenn du magst, berichte einfach unter dem Video, wie der eine oder andere Tipp sich für dich positiv ausgewirkt hat. Danke, dass du bei diesem Moment of Inspiration Video dabei warst. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Persönlich viel Erfolg und sei auch beim nächsten Moment of Inspiration, dem magischen Gedanken für mehr Leichtigkeit, mehr Leistung, mehr Leben, wieder mit dabei. Und denke bei allem, was du tust, immer daran, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen Zwickel.